Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Disney's Arwen. Jetzt ist Steffi wieder an der Reihe und wir sind jetzt in der Höhle der Wunder. Genau. Genau. Jetzt bist du wieder gestorben. Mehr Konzentration für dich, Steffi. Wann über dein Leben wieder? Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben jetzt kein Tuch mehr. Doch, wir haben ein Tuch noch. Das Tuch hat man immer. Echt? Ja, oder? Nee, ich muss es immer sammeln, oder? Ich hab mich da dran. Boing. 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 Zack. Ja, die sind schon cool, oder? Sagst du das? Ja. Ja, ich denke auch nur, als ob ich das will. Der Mann, der nur seinem Herz. Der muss rein Herz, aber jetzt ist er in der Höhle der Wunder. Jetzt kreuz. Da kommen ja nur Menschen mit Reinpetz und Aladdin ist ja eigentlich ein guter. Weil er ist ein Dieb, aber ein Dieb muss ja nicht unbedingt böse sein. Der Aladdin hat ja keine gescheite Ausbildung gemacht. So ein Maurer oder so zum Beispiel. Ja. Also ich weiß nicht, aber der Beruf Maurer schaut angeblich aus. Oh, oh, ist verrückt. Genau. Deswegen hat irgendjemand hat jetzt einen sexy Kalender mit Maurern gemacht. Das ist schon ein Ding. Fragt man sich aber nur, wem der Kalender da was bringt, aber ich glaube nicht, dass man sich Bilder von sexy Maudern anschaut. Ich glaube auch nicht, außer sie sagen zum Beispiel, keine Ahnung, oh, wir wollen noch, keine Ahnung. Ja, super, das sind dann eh wieder irgendwelche Fotomodelle. Sind dann wieder. Oh! Oh. Schade. Das sind irgendwie Männer, die gut aussehen. Nicht so creepy sein, ne? Also creepy. Creepy. Das sind nur irgendwelche Männer, die gut ausschauen. Das sind halt irgendwelche Models, aber die sind dann nicht so Maudern. Ich schenke meine eigene, nicht meine einzige. In ihrem Leben schon mal einen Ziegel angefasst, wahrscheinlich. Oh. Kann sein. Michi, wie stehst denn du eigentlich? Du findest das immer, wie wir gerade über Jasmin gesprochen haben, dass die Männer immer die. So, weißt du, viele Frauen machen doch immer so einen Wink mit dem Zaunpfahl, ob es dann der Mann checkt. Wenn man zum Beispiel irgendwas sagt. Das ist immer dein Glück, versuchen können, da hochzukommen. Ja, aber das gibt's das Leben, ist doch weg, oder? Nee, ich da auch. Hier, da ist dein guter Kristall gewesen. Wie meinst du das jetzt? Also wenn man irgendwas in der Betonung, wenn man das gerne haben möchte oder machen möchte. Also Schatz, ich möchte gerne in den Schatten, oder was? Nee. Oder wow, Schuhe wären wieder toll, was meinst du? Ja, irgendwie sowas halt. Ja? Weißt du nicht, was ich meine? So ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass man das gar nicht machen möchte oder so. Aus Unternehmen, oder? Ja, ist egal. Oh. Oh. Scheiß Aladdin, ich so hinter, Jeffy. Oh. Snap ist doch gar nicht so schwer, dass du die ganze Zeit schiebst irgendwie. Nee, ich bin irgendwie. Ich geh mir aus dem Bild raus. Kann das nicht sein, wie wir mal die Position wechseln? Nee, das passt schon. Das ist mir der Checken, oder wie? Ja, man kann sicher, man sagt ja den Wunsch von den Augen ablesen. Ja, dann kann ein Mann es richtig ablesen, wenn er ihn länger grenzt. Da muss schon ein bisschen länger mit ihm zusammen sein, dass man das checkt irgendwie. Heute, als ich jetzt zu dir gesagt habe, dann hast du es auch gleich gecheckt. Ja, dann hast du es nochmal zu mir gesagt, bist du heute trotzdem mal. Weiß ich gar nicht mehr. Wenn du ein konkretes Beispiel dazu machst, dann. Hast du da ein Beispiel gemacht, oder? Ich weiß gar nicht, wann du das erzählt hast. Da runter. Ohne Garde, oder? Da müsstest du sie runterspringen? Ja. Überfahren lassen. Der Goldschatz. Da ist das halt derjenige, den. Was ist das? Er, wo begraben wurde? Vielleicht. Okay, aber. Aladdin interessiert sich nicht für das Gold. Er geht einfach weiter. Teppich. Oh, ein Teppich. Oh mein Gott, das ist Teppich. Ihr kennt Teppich. Weißt du, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Wenn du gerade irgendwas machen würdest, zum Beispiel irgendein Hobby zum Beispiel, ich sag zum Beispiel, ja, das wäre jetzt cool, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mit Tennis anfange zu spielen. Machst halt zum Beispiel, das ist so eine Tasche zum Beispiel praktisch wäre für dich. Ja? Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Mhm. Dass man halt so durch die Blumen sagt, das würde ich jetzt halt Weihnachten wünschen, so zum Beispiel. Und ob es Männer checken, wie allgemein. Was ich eigentlich sagen würde, ob sie es checken. Weil es waren doch immer Frauen, macht das doch immer so mehr durch die Blumen oder irgendwie sowas. Oder? Das
schon. Ich glaube, es kommt irgendwie noch an. Was heißt denn das? Versuch ist nicht die Leben, oder? Das heißt, wenn du tot bist, dass du dann nochmal so und so viele bekommst, ja, genau, oder? Ja, genau. Das ist ja das Versuch eigentlich voll cool, ne? Ich weiß nicht, wie viel pro Versuch wie wir leben, aber da kommt einer. Ich glaube, 3 oder so. Wir haben jetzt ein Blödel, ob das 5 Minuten oder 6. Na, ist ja gut. Nein, manchmal passiert das halt. Ja, ja, ja. Hör mal, deine kaputte Hose oder ein Fleck drauf? Das ist ja ein Fleck. Das ist was schlecht von dir. Sie hat den Bart nicht. Ey, mir doch wurscht. Ey, mir doch wurscht, Alter. Sie ist bloß ein blöder Kristall. Sie hat keine Oh. Ja, aber es ist besser, wenn du davor rüber springst oder drunter runter. Das machst du jetzt, dann siehst du doch nie was. Höhö! Sehr gut. Ich bring gar nicht immer alle ab, oder? Nee. Muss ich mir wirklich konzentrieren? Ich muss mich dahin. Diese Stelle erinnere ich mich an. Ich auch. Ist da oben ein Genie-Leben, oder? Ja. Wer das was für uns ist, oder? Oh, Aladdin. Oh, du weirdo Wait und Action Man. Action Guy. Du bist der Held in deiner Welt. Action Man, yeah. Oder ich bin der Verarbeiter. Aladdin. Aladdin. Ui, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin gerade überlegen, wie so ein 64er Spiel, also so ein Spiel von Nintendo 64, wo du auch so ein Geheimer gewesen bist. Haben wir das? Ja, so habe ich das doch immer gespielt. Und dann auch mal später so nachts gerettest und dann in so ein Labor warst. Weißt du, dieses Perfect Dark? Ach, genau, so das Ganze. Was ist das? Aber wo kommt immer dieser Elvis, wo dieser Alien? Das war das ein Spiel, oder? Ich glaube auch, oder? Kann ich das sogar spielen, oder? Täuscht das? Ja, genau. Vielleicht könnt ihr euch mal besser auch mit dem Weißt du, du musst ihn doch dann in so eine. Oh, was ist das? Das ist der Diamant. Ah, ja. Das war super. Du musst doch dann. Dann Schaffra haben, bitte. Aufwendig sein. Ja, ja, drauf spielen. Geil. Du musst doch dann in dem Spiel dann auch mit den Alien so mitnehmen. Die wird dann so ein Bett oder so. Was stimmt. Oh, Aladdin. Mensch, ist das. Oh. Was sagst du? Du hörst das, hast du das so. Ah, ja, stimmt. Also, das ist der Dialekt, oder? Was heißt das genau? Ja. Oh. Tarata. Ich betreue das Ding. Das ist die Lampe, wo wir. Ah, die wollte doch Chafra haben. Und den Diamant. Abu, nein! Du scheiß Affe. Der Affe werden nicht den Diamant haben. Aber warum? Unglück. Oh oh. Chafra sagt, ich will diesen Diamanten haben, um hier weiter zu wechseln. Help Aladdin. Er will den Diamanten oder will die Lampe haben? Ich glaube, er will den Diamanten haben. Chafra, Abu, Yasin und Chini. Das sind die glücklichen Gewinner. Schon wieder vier Stück, wie geil. Geschichtenzeit, Leute. Mhm. Oh. Kaum hat Abu das Kleinod berührt, fällt die Höhle in sich zusammen. Abu und Aladdin müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden! Sterben! Abu ist auch so ein bisschen geldgierig, oder? Ja. Oh, das ist immer ein absolutes Hate. Ah, nicht immer, das ist das. Bisschen langsam. Oder irgendwie wieder nehmen, wenn man die geschöpfte Diamanten zahlt. Dann fahre ich nicht gerade. Ich glaube schon, oder? Was? Das ist mit dem Zettel. Sehr gut. So, so ein Thema für uns nicht. Oh, fuck. Keine Ahnung, sagst du das mir als Check oder nicht checken? Keine Ahnung. Das ist Thema vorgeschlagen, du musst ja schon Gedanken drüber machen, oder? Ich hab halt drüber gehört, dass heute andere darüber das Thema gesprochen haben. Achso, bei der Arbeit hast du gehört. Ah ja, du hast gesagt, das ist ein gutes Let's Play-Thema. Let's Play-Thema, ist das das? Das ist ein gutes Thema, das weiß ich auch nicht. Das war ein Thema für uns. Irgendwas hast du gemeint, oder was ist das? Das ist nämlich halt deine Meinung. Achso. Das kommt auf den Mann drauf an, halt. Es kommt auch genauso dran, auch auf die Frau. Meint man, dass dann Männer immer direkt das sagen, was sie zum Beispiel wollen? Ich glaube schon, oder?
weiß ich auch nicht. Sag dir auch, dass Männer einfach geschickt sind. Sagt man immer. Ich hab's nicht gehabt. Man sagt es immer. Ich glaube, es irgendwie aber auch Komm, lass ich lieber den Kristall aus. Ich muss eh was anderes. Aber Aladdin, ich dachte, wenn er einmal in die Lava schiebt, ein bisschen bei Decker. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Man sieht immer, welcher Button hochgeht, gell? Ja, ja. Oh, Aladdin. Oh, ist er tot. Cool, wie der Schrall liegt so. Ciao. Tschüss, Aladdin, noch in die Lava. Ich mag diese Lava-Level nicht. Oh, ach, der Kiefer ist auch ein Speicher. Keine Hülle. Und es ist doch kein Speicherpunkt. Aber gell, der böse Chuff ratet doch den, oder? Den Kiefer. Ja, genau, das ist irgendwie sein Symbol auch. Bei Link, bei Zelda gibt es da auch so einen Kiefer. Da kann er so fliegen, weißt du noch? Ja, genau. Bei. Warte mal. Ich muss ihn ein bisschen mehr konzentrieren, natürlich. Skyward Blau. Genau, ja. Aber das ist cool, weil der kann dann so schnell fliegen. Ich glaube, irgendwann kann auch mal explodieren mit den Pflanzen. Da braucht die aber auch ganz immer. Und diese Mechanik in der Wüste hier zu leben. Aber gell? Das geht auch ab. So, die Lava-Level sind immer so echt mit dem schwersten eigentlich. Ja. Wie so in Super Mario und sowas denke ich hier zum Beispiel. Das sieht irgendwie lustig aus, die Lava da hinten, wie es dann herauskommt. Ja. Nee, aber was heißt denn das? Schaffer den Diamanten haben wir. Ich weiß aber nicht, was der aber Diamant hat. Aber er will die Lampe haben, dachte ich. Der geschrieben, ich will diesen Diamanten haben, steht zum Schluss auf meine. Aber Abu hat den doch dann, oder? Das hasse ich, genau. Das ist große Hassleben. Oh mein Gott. Ich habe aber, wenn man einmal getroffen wird, dann ist man tot, oder? Zum Beispiel, glaube ich, wenn man. Was? Wo hätten wir nicht Teppich, wäre Aladdin am Auf. Verkaufe Teppich für kleine Frau. Vergiss ich nie in der Schule, wenn er gesagt hat, die Frau den Teppich kaufen will. Ja, die verarsche. Das war so lustig. Hat mir mal Praktikum in der Schule, sind es aufgekommen. Nee, wenn sie dann so erst gesagt haben, wir müssen wieder klopfen, wenn wir mehr von uns haben, weil irgendwie der andere waren in der Pause und dann sagt, ja, komm, klopf mal, ob wir einen Teppich kaufen. So geil, so lustig. Ich weiß nicht, wie die gedacht haben. Oh, das ist schon, schon geschafft. Echt? Das ist ja easy. Hä? Quatsch, wir haben nie gesagt. Wir haben nie gesagt, dass wir nie gesagt haben. Das ist ja echt easy. Können wir denn so dumm gewesen sein, ne? Wir haben 13 auch, Michi. Dann machen wir wieder Schluss, oder? Ja. Noch Geschichte vielleicht? Geschichte. Jetzt habe ich Geschichte vorlesen. Yay! Und dann haben wir gleich 2 geschafft. Krass. Drück drauf. Achso. Und jetzt haben wir bei Level 5 gekommen. Oh, wow. Aladdin und Abu können sich retten und bringen Jafar die Lampe. Was? Jafar übertöbt die beiden und sperrt sie in eine Höhle ein. Echt, oder? Krass. Zum Glück kann der winzige Abu noch schnell die Lampe stehlen. Krass. Gewitzte. Was ist denn das für ein Frech, oder? Um die Schriftzeichen auf der Lampe besser entziffern zu können, reibt Aladdin den Schmutz von seinem Ärmel fort und puff! Ein Genie entsteigt der Lampe und er sieht in Aladdin seinen Meister. Meinen Meister, oder? Gebieter. Ich habe eigentlich gar keinen Ärmel, ja. Nee, stimmt gar nicht, ich sage, okay. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladdin das Innere der Lampe zeigen. Yay! Lampe! Das sind mit die Geistlevel. Ja, das ist okay. Okay, Leute, der ist dann auf Schalten. Aber. Da geht's nicht so ein Genie, es wird weiter dabei. Bleibt dabei, wenn es heißt, im Inneren Pause der Lampe. Pause erstmal drücken. Bis dann! Ciao, ciao!